So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Wir haben beim letzten Mal hier aufgehört und ihr habt mir geschrieben, ich könnte auch ein Dings-Deck machen. Wie heißt's? Ein Wailord-Deck mit Manaphy und Raue See. Dafür fehlen mir aber noch ein paar Wailords, kann ich aber theoretisch machen. So, wir haben hier eine ganze Menge Missionen, aber wir haben hier für 200, 3000 Schaden mit Psycho-Pokémon und ganz ehrlich, für den Preis machen wir das heute. Das sollte doch mit unserem Nachtwanderungsdeck eigentlich recht schnell gehen. Also das sollten wir schaffen. Außerdem kann ich dann ein bisschen mit euch labern. Also auch schön. Ich weiß, ich muss mal wieder ein neues Deck bauen. Aber jetzt dadurch, dass ich krank war, war das echt nicht. Aber ich bin wieder fit. Mir geht's wieder besser. Das ist auch gut, dass es mir wieder besser geht. Ich finde das nämlich doof, wenn ich so ein paar Tage komplett auf der Nase liege und gar nichts machen kann. Das ist doof. Das ist richtig doof. Ich muss außerdem hier mal aufräumen. Und Geschirr spülen, fertig. Ich habe nur ein bisschen gespült. Und Getränke holen muss ich nachher. Ich habe nicht mehr viel. Also meine letzte Flasche und die ist fast leer. Aber ich habe mir gedacht, jetzt erstmal aufnehmen. Ich wollte eigentlich auch schon Upload einstellen. Egal, kann ich danach immer noch machen. Ich hätte vielleicht das Pokémon lieber abwerfen sollen. Fällt mir jetzt bei näherer Betrachtung auf. Naja, was soll's. Stimmt, erster Zug. Ich kann ja noch gar nicht angreifen. Geht ja gar nicht. Noch nicht. Okay, wir haben gewonnen. Okay, das war eine schnelle Runde. Also, noch haben wir nicht gewonnen. Ich wollte jetzt auch nicht beide Energien weglegen. Das war ein Versehen. Aber egal, wenn wir jetzt noch ein Pokémon abwerfen können, dann ist das Spiel vorbei. Und wir können es nicht mal. Mein Gott. Dann habe ich die Energie völlig umsonst in den Torf geschmissen. Da war ich etwas zu zittrig gerade mit der Hand. Ich weiß auch nicht, was los ist. Nicht mein Tag heute. Okay, oder er gibt auf. Haben wir aber trotzdem schon mal 60 Schaden für die 3000 gemacht. Geht ja schnell voran. Bin heute auch nochmal zu Hause geblieben zur Sicherheit. Man weiß ja nie. So, ja. Was habe ich heute sonst noch vor? Sonst habe ich eigentlich nicht viel vor. Ne, sonst steht heute nicht viel auf dem Plan. Also Dragon Ball werde ich wahrscheinlich heute nochmal für die Woche aufnehmen. Für heute und morgen ist schon Hand of Fate fertig, dass das auch mal wieder endlich kommt. Wurde ja auch Zeit, oder? Muss ja mal sein. Das werde ich auch noch für die Woche fertig machen, weil am Wochenende werde ich wahrscheinlich wieder in mein Elternhaus gehen. Mal wieder für ein paar Tage. Also, ja, bis Sonntag dann. Und nächste Woche geht's endlich mit Dragon Ball los. Freut euch. Dragon Ball, hier. Wie heißt das? Fighter Z. Von dem Zero mich immer noch nervt. Bestell's dir vor, bestell's dir vor. Bin dabei, ganz ruhig. Ich habe es halt noch nicht vorbestellt, weil es extrem teuer ist mit Season Pass. Aber irgendwie will ich es auch haben. Werdet ihr euch das holen? Ich finde es ja immer noch doof, dass ich den Fehler gemacht habe, dass die Beta, die ja jetzt am Wochenende war, nur für Konsolen ist. Und ich habe es ja schon mal gesagt, das ist doof. Und vor allen Dingen finde ich auch doof, dass die mir nicht mal gesagt haben, ich darf es jetzt playen. Also ich werde es jetzt playen, weil sie haben auch nicht gesagt nein. Sie haben einfach gar nicht geantwortet. Aber da Bandai sich noch nie beschwert hat, wenn ich irgendwas let's played habe. Und ich jetzt ja auch nicht so der Große bin. Dann mache ich das. Und bei anderen haben sie sich ja auch gefreut, dass sie es let's played haben. Aber sie haben überhaupt... Also ich finde das sehr, sehr lustig. Also, Bandai US ist sehr auswählend, auf was sie antworten. Denn
Da fragt man irgendwas wie zum Beispiel, darf ich das Let's Playen? Oder sagt man, warum kommt keine PC-Beta? Oder warum, oder man antwortet auf irgendetwas, kann man da nicht auch eine PC-Beta machen? Oder sowas. Dann kommt nichts zurück. Schreibt man jetzt aber in gleichem Kontext sowas wie, yay, bin hyped oder hab's mir vorbestellt, kommt sofort eine Antwort zurück. So, yeah, geil, weiter so, mehr machen. Und da stehe ich dann dahinter und denke mir, jo, ihr wollt einfach bloß nicht zugeben, dass ihr da Mist gebaut habt. Dass es doof ist, dass man eine Beta nur für eine Person macht, sozusagen. Also für Abstriche. Aber das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich das doof finde, wenn man so Betas nur für Konsolen macht oder das mit Monster Hunter, dass ich da erst ein halbes Jahr später spielen darf. Man hat Dark Slicer Zeit, Geld für einen neuen Computer zu sparen. Damit er da auch mitmachen kann. Und ich habe Zeit, Geld zu sparen für das Spiel. Verbuddel nur. Du machst mich jedes Mal stärker, wenn du das machst. Mon ami. Oh, ein Sonne-Mond-Booster. Das ist cool und nichts für die Quest. Wir wollen doch eigentlich hier die Quest erfüllen. Ich habe übrigens das... Danke, Steam. Wo ist denn jetzt das Spiel? So, ich habe mal eine Markierung gesetzt, dass ich euch da schwarz einblende. Da ging nämlich meine Steam-Seite plötzlich auf. Da habe ich mich verklickt. Ich wollte eigentlich bloß die Zeit anzeigen, wie lange der Part schon geht. Oh, er sagt Hallo. Da sagen wir auch Hallo. Wir sind doch freundlich. Und jetzt machen wir 3000 Schaden und holen die Mission. Wenn nicht, kann ich ja während des Rendert noch ein bisschen spielen. Die Mission zu Ende bringen. Seid ihr denn hyped auf Dragon Ball? Also auf Dragon Ball FighterZ. Ist halt was anderes, als wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wie ich es gerade mache, hier Dragon Ball Xenoverse spiele. Ist was ganz anderes. Das wird ein ganz anderes Feeling werden. Und ich werde mich wahrscheinlich richtig doof anstellen, weil ich bei so, auch Tekken oder so, ich bin sehr, sehr schlecht, was die Kombos angeht. Wow, der lässt mich hier nicht mal einmal angreifen. Das gibt's doch nicht. Ja, ich bin da wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich sehe es kommen, dass dann aus den Kommentaren immer die Leute kommen, die Beta schon gespielt haben. Oder das Video kommt aber wahrscheinlich einen Tag später dann. Die dann schon total das Spiel gesuchtet haben, irgendwie 24 Stunden durch und sind dann schon total drin und sagen dann, Wolf, was soll das? Hier, schon 2 Tage vergangen und... Du kannst nicht eine Combo richtig hinkriegen. Und in Wirklichkeit sind das so die erste halbe Stunde, die ich spiele, die ich aufgenommen habe. Ja. Natürlich kann ich das nicht. Ich bin zu doof dazu. Aber ich mach's trotzdem. Also bitte habt etwas Nachsicht mit mir. Ihr dürft mir gerne Tipps geben. Aber ich werde wahrscheinlich erstmal ein bisschen was aufnehmen. Ja. Und dann werde ich mich in die ganzen Kombos und so weiter reinfuchsen. Mich würde natürlich interessieren, das werde ich auch in Dragon Ball am Dienstag wahrscheinlich, also morgen, fragen, wenn ich dran denke. Wie hättet ihr es gerne? Hättet ihr gerne, dass ich direkt mit der Story anfange? Und ich finde es cool, dass das Ding ja wirklich scheinbar einen etwas tieferen Story-Modus hat. Oder wollt ihr lieber, dass ich erstmal anfange mit so leichten Sachen, also zum Beispiel Zero verprügeln?
Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich verprügelt Zero mich. Aber, ja, vielleicht wollt ihr ja lieber das haben. Mit Zero prügeln. Ich werde es auch noch vorbestellen. Ich werde dann wahrscheinlich nächsten Freitag morgens schon in die Uni gehen. Ich habe ja erst mittags. Mittags lasse ich ausfallen. Weil, das ist eh langweilig. Erst hell. So, ich will einfach nur ein bisschen, obwohl ich kann nicht mal ein bisschen Schaden machen. Nee. Das bringt so nichts, da gewinnen wir lieber. Und holen uns einen neuen Gegner. Weil wir haben ja hier Schwäche. Also er hat eine Schwäche, wir nicht. Da geht das Ganze ein bisschen schnell. Wir kommen so weit, wir besiegen hier einen Gegner nach dem anderen. Wir haben jetzt eine Vierer-Siegessträhne. Warum haben wir eigentlich so schlechte Gegner? Habe ich mit dem Drachendeck so oft verloren? Wahrscheinlich ja. Da wird es Zeit, uns mal wieder ein bisschen vorzuprügeln. Außerdem kriegen wir dann noch so ein Shaman Axe. Und das ist viel wert. Ja. Genau. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Sagt mir einfach, wie ihr wollt mit dem Prügeln. Und bitte nicht zu streng sein und mir dann die offensichtlichen Sachen sagen, wie... wenn du jetzt Y, ich glaube Y war es, drückst, dann, ne, mit X haust du wahrscheinlich zu, ne? Egal, wenn du irgendwas drückst, haust du zu. Oder wenn du A drückst, springst du oder sowas. Dann denke ich mir nämlich, ja, für wie blöd haltet ihr mich eigentlich wirklich? Antwort sehr. Nur weil ich halt am Anfang noch nicht weiß, wie es funktioniert, weil kann ich nicht wissen. Und es ging mir ja schon öfter so, dass ich dann ein paar Sachen aufgenommen habe, irgendwie für eine Woche. Und das waren so die ersten Momente im Spiel und dann habe ich gedacht, sag mal, ihr müsst mich für blöd halten. Eine Woche nach dem Spiel weiß ich immer noch nicht, wie es geht. Und eigentlich wusste ich dann, wie es geht, weil ich das dann mit der Zeit natürlich gelernt habe. Aber die Leute, die das privat spielen, haben das natürlich viel besser drauf dann. Super, Nachtwanderung gegen Nachtwanderung. Wer gewinnt die Nachtwanderung? Das könnte sogar ein Fehler sein, das WhatsApp vorzumachen, weil das Mio natürlich die Angriffe drauf hat. Oder kann, doch dieses Mio kann auch, ne? Ja. Ich werde jetzt mal mit Absicht nicht das Dimensionstal spielen. Ich denke nämlich, das wäre derzeit noch für ihn von Vorteil. Und ich mache so ungern Vorteile für meine Gegner. So, die behalten wir erstmal. Nachtwanderung, zack, weg. Ja, dann können wir das Latenecto nämlich mit wegschmeißen. Das gibt mehr Damage für uns. Mehr Damage heißt mehr Quest erfüllen. Und wenn er jetzt kein Pokémon spielt, gewinnen wir mit sehr viel Schaden. Wenn er uns lässt, wenn er nicht vorher aufgibt. Aber wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Das ist das Problem. Gegner geben zu schnell auf. Das mag ich nicht. Ihr wisst, ich kann das nicht haben. Weil dann sind so Quests echt schwer, wenn Gegner sofort aufgeben. Okay, er hat ein N. Ich finde, ein N ist aber in dem Deck jetzt nicht so das Beste. Er versucht die gleiche Strategie wie wir. Aber ich habe das Gefühl, bei uns funktioniert sie besser. Zumindest bisher.
Gut, da brauchen wir unser Dimensionsteil nicht. Aber er kann im Prinzip nur hier. Ja, gut, gib auf. Lass uns nicht mal die Genugtuung, hier irgendwas zu erreichen. Ah, was soll's. Gut, Leute. Ich habe heute eine Menge Mist erzählt. Es würde mich freuen, wenn ihr mir trotzdem ein nettes Kommentar da lasst. Einen Daumen nach oben und ich versuche hier die 200 Preisgeld zu gewinnen. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach, wenn es weitergeht mit dem Pokémon Trading Card Game. Also, bis dann, euer Wolf.